Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miniland Adventure, der wahrscheinlich letzten Folge in dieser Platinreise. Viel Spaß! Das Spiel trackt ja die Achievements oder PlayStation Trophies oder so sehr, sehr gut hier oben in diesem Menü. Es steht da, wir haben 46 von 52 Trophäen. Und ich habe mittlerweile einfach nachgeguckt, was ist denn so noch der Rest, der auf uns wartet. Wie viele Folgen lohnen sich da noch? Was kann man noch erreichen? Denn wir haben eigentlich schon fast alles gebaut, was es in diesem Spiel zu bauen gibt. Die Leute zufriedengestellt. Und es kommen leider auch keine weiteren Goblins mehr. Dadurch, dass die auch nicht mitarbeiten oder keine soziale Interaktion mit uns pflegen, ist das Einzige, was wir mit dem machen können, tatsächlich nur ein bisschen handeln. Es wird sich also nicht mehr so viel erstrecken. Wir sammeln heute die letzten Trophäen und dann gibt es vielleicht noch einen Sprung in die Zukunft, denn die letzte Trophäe, die geholt wird, heißt Reach Day 100, Advanced Survivalist. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich an Tag 100 wiedersehen. Ich werde euch jetzt aber nicht alle Tage zeigen, sondern wir machen das jetzt gut zu Ende, holen uns die letzten Sachen und springen dann vielleicht einmal in die Zukunft, wie es denn hier so aussieht nach 100 Tagen. An dem nicht mehr so viel zu tun ist. Ich bin gespannt, vielleicht bleibt das alles so, wie es ist, oder vielleicht entwickelt sich ja noch was ganz anderes. Wir springen rein. In der letzten Folge haben wir damit aufgehört, dass ich nicht wusste, wie das mit dem Ei und dem Strauß, was kam zuerst? Die Sache war ganz einfach, ich habe das Ei immer weggeworfen. Es gibt aber eine Möglichkeit, das Ei einfach zu platzieren. Dann knallt er das quasi auf den Boden und dann geht das auch nicht mehr weg. Daraus ist dann nachher ein neuer Strauß entstanden und mit dem verstehe ich mich jetzt sehr gut. Das ist die ganze Geschichte. So, der Kürbis war dann auch endlich fertig. So, jetzt können wir mit dem Kürbis ein Jack-O-Lantern kreieren. Vergiss es, können wir nicht, dauert wieder ein paar Tage, weil wir haben bloß zwei Samen drin gehabt. Aber das ist nicht so schlimm, wir haben noch genug andere Aufgaben vor uns. Das heißt, wir packen den Kürbis jetzt einmal hier hin. Ich habe mittlerweile noch einen zweiten Rubin organisiert und 30 Dollar klar gemacht. Warte, ich nehme gleich mit. Denn die können wir gebrauchen. Warte, nee, ich will andersrum. Ich will das. So. Mann, MT, drück doch mal richtige Knöpfe. So ein Obsidian ist auch schon wieder entstanden. Und der Rest kommt dann, glaube ich, wieder in diese Kiste. So war das, genau. Hier ist nämlich das drin. Das hier haben wir ja komplett ausgegeben für die schöne Wohnung des Schamanen. Pilze auch. Dark Pepper, die nehmen wir einfach so mit. Und dann würde ich sagen, wir haben 32 Dollar. Wir müssen für die Trophäen noch eine Quarz-Axt kaufen, eine Slingshot und das goldene Bookcase. So, und ich weiß, dass es hier unten beim Carpenter, der auch so sehr auf die Bücherregale stand, dass der richtig Bock hatte, mir da was zu verkaufen. Guck mal, der hat nämlich das Bücherregal. Das kaufen wir uns. Zack, Feeling Luxurious. Luxurious? Luxurious? Ihr wisst, was ich meine. So. Der verkauft, glaube ich, die Werkzeuge, genau. Da brauchen wir die Quarz-Axt. Zack. Die rüsten wir gleich mal aus. Ich bin so gespannt, ob die wirklich jetzt lange hält oder ob das so ein absolutes Mistding ist. So, wir brauchen 20 Dollar noch für die Spitzhacke. Denn die brauchen wir nachher noch. Ich hoffe, dass das... Ja, waren 20. Das Obsidianschwert hatte ich jetzt nochmal im Einsatz. In dieser kurzen Wartezeit. Und da stellt sich heraus, ja, das macht seinen Schaden, aber das geht halt ultra schnell kaputt. So, der war das auch nicht. Warte mal, wer verkauft mir denn dann die Slingshot? Bleibt ja bloß noch einer übrig. Das muss der gute Herr oder die gute Dame hier oben sein. So. Hi. Es müsste das hier sein. Ja, Bullseye.
So, jetzt werden wir natürlich auch noch das goldene Bücherregal hier reinstellen. Denn es geht ja nicht nur um die Trophäe, es geht ja auch um ein schönes Wohnen. Um ein wohnliches Häuschen. Ist so ein bisschen schade auch, dass man die Gegenstände nicht irgendwie drehen kann. So. Ach, guck mal, da kannst du tatsächlich Sachen reinpacken. Ja, das wusste ich gar nicht, weil Bücher gibt es ja leider nicht. So, die Slingshot würde ich auch gerne ausprobieren. Keine Munition verfügbar. Brauche ich dafür Stein? Wir haben keinen Stein mehr. Vergiss es, wir haben genug Stein. Aha. Jetzt eher unspektakulär. Aber cool, dass sie das mit eingebaut haben. Das gefällt mir tatsächlich ganz gut. So, dann brauchen wir noch einen Baumstamm, denn wir müssen trotzdem mal eine Axt noch fertig bauen. So, dann kann es wieder zurück. Und dann gehen wir in die Anderswelt. Da zeige ich euch mal, was mit dem Boss passiert. Denn ich habe mich da auch so ein bisschen abgerackert und dachte, es muss doch irgendwas passieren da. Es geht doch gar nicht anders. Ich kann doch da nicht einfach nur rumstehen die ganze Zeit. Aber im Endeffekt war es so. Im Endeffekt steht man da viel rum. Dum, dum, dum. So, jetzt gebe ich das Geld erstmal weg. Wir werden uns nämlich dort drüben auch das Geld besorgen, was wir brauchen. Wird es schon wieder Nacht? Jetzt können wir mal die Quarz... Ja, ich hab's vergessen, dass hier ja tagsüber noch Leute sind. Gut, ist ja kein Problem. Wir können natürlich einfach noch ein bisschen Kalkstein abbauen. Eieiei. Das ging jetzt aber doch wieder schnell ins Auge. Für unsere Superstraße. Die würde ich nämlich trotzdem gerne durchziehen bis zum Ende, ganz klar. Das gehört sich irgendwie. Zack. Aber insgesamt muss ich sagen, es hat fantastisch viel Spaß gemacht. Wer Miniland noch gerne selber erleben möchte, es hat, glaube ich, jetzt im PlayStation Store einen 10er gekostet oder so. Es ist wirklich toll. Also das Minimalistische, die ganze Vielfalt, die man so hat, die reichen ja locker für, weiß nicht, 10 Stunden oder so aus und daher ist der Preis völlig in Ordnung. Tolles Spiel, ich finde, so Indie-Spiele gehören immer unterstützt. Auch wenn es dann am Ende halt einfach ein bisschen dünn ist, weil dann es fehlt halt was man jetzt noch machen könnte. Aber wer weiß, ob das Spiel schon komplett fertig ist, ob die Leute noch weiter basteln oder so. Keine Ahnung, aber so wie es jetzt rausgekommen ist, für den Preis absolut empfehlenswert. Schöne Mechaniken, schön simpel gehalten und trotzdem aber unheimlicher Reiz, das unbedingt weiterzuspielen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da noch viele Challenges draus bauen könnte. Ich hätte auch tierisch Bock, irgendwie ein Video zu machen, wo man von jedem Biom nur ein einziges Teil bauen darf. Und dann gucken, kann man dann alles erreichen, alle Achievements in diesem Spiel. Das wäre eine spannende Variante. Weil es gibt ja unheimlich wenig Platz dann. Wo kann der Boss spawnen? Wie kann ich was anpflanzen? Wie kann ich die Goblins zufriedenstellen? Ich glaube, das wäre sehr, sehr witzig. Da so ein bisschen was zu probieren. Oder andererseits auch so eine Halo-Welt oder so, wo man sich einfach nur auf einem... quasi auf einem Ring bewegt. Also wir würden quasi nur von oben nach unten bauen und nichts anderes. Keine Links- und Rechts-Teils, sondern nur... nur so eine gerade Straße runter zu. Das finde ich auch sehr, sehr lustig. So, Verbindung. Dann hier hoch, ne? Ja, guck mal, ist schon ein bisschen mehr geworden. Prima, jetzt kommen auch die Bosse. Die Bosse. Die Monster. Na los, kommt. Brauch ein bisschen was noch, Leute. Ein bisschen zu tun haben wir noch.
schon mal ein. Oh, guck mal, wie viele hier sind. Oha. Jetzt verpuffen sie alle. So, also das Ding ist, der Boss, er schläft nach ein paar Tagen oder so wieder ein. Und dann kann man mit ihm nicht mehr viel machen. Aber es ist relativ einfach. Also er hatte jetzt noch so eine dritte Säule und die habe ich ihm einfach selber wegschießen lassen. Das, was wir schon mal gemacht haben, ich habe da einfach gesagt, ach komm, ich bleib einfach stehen. Und habe ihm die Seele, den Monolithen weggeknallt. Also er sich selber. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Dann habe ich festgestellt, dass man mit einer Spitzhacke einfach auch draufhaken kann. Also es könnte ja kaum einfacher sein. Und ich denke mal, wenn die jetzt alle weg sind, genau, dann erwacht er wieder zum Leben. Eins, zwei, dann rennen wir weg. Kleine Angsthasen. Eins, zwei, drei. Dann erschafft er wieder neue, na klar, und dann erwacht das auch wieder. Logisch. Der schießt halt auch seine eigenen Leute ab, ne? Also man kann da viel mitmachen. Ich jetzt versuche einfach hier so zu positionieren, dass er seine eigenen Teils wieder trifft. Es ist schon ein bisschen doof, oder? Also auch als Boss nicht ganz so geil. Oh, da ist ja noch einer. Vielleicht kann ich die zumindest zusammenführen. Hi. So. Kriegen wir denn den einen dort unten noch weg? Schieß mal einmal, genau. Ich kann mich hier drunter stellen. Perfekt. Das ist so dämlich. Ja. Kann ich euch irgendwie weglocken? Nein, hier ist die Spitzhacke ist gleich kaputt. Das war nicht so gut. Warum kann ich das schon wieder nicht bauen? Was fehlt mir denn schon wieder? Oh meine Güte. Das war ungünstig jetzt. Ich habe gedacht, ich habe noch einen Schlag Zeit. Stellt sich raus, nein. Hast du nicht. Ich hätte was essen können, ne? Ich hätte einfach auch was futtern können. Kommt rein, Schafe. Hier seid ihr sicher.
brauche noch eine weitere Spitzhacke. Habe ich denn das Holz gar nicht mehr mit dabei? Das habe ich schon weggegeben, ne? Weil ich einfach zu sehr aufräume hier. Aber ich will das jetzt schaffen. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Ja, da ist es doch. Spirited again. Geschafft. Juhu. Nicht schlecht. Eieiei, ich dachte, das dauert noch ein bisschen länger. Oh, cool. Aber so war der Boss doch ganz witzig eigentlich. Das ist halt auch schade, ne? Das ist wahrscheinlich der einzige Boss. Weil der jetzt leider nichts mehr kommt. Ja, so vom System her ist der ganz lustig. Den kann man da mal mitnehmen. Und auch das mit dem Tag- und Nachtwechsel, das animiert natürlich die Tage länger auszunutzen. Da man ja nur nachts schlafen kann. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob wenn ich mir hier, kann ich mir hier ein Bett hinstellen? Kann ich dann hier Tag und Nacht schlafen? So, der Grund, warum ich jetzt die ganzen Pilze mitnehme, ist, weil wir die bei dem einen Schamanen verkaufen können. 3 Pilze geben 1 Gold. Damit kommen wir locker auf unsere... Uiuiui. Damit kommen wir locker auf unsere... 20 Dollarchen. Wie viele es hier sind. Wie viele einfach. Das war auch mal weniger mit euch. Moin. So. Guck mal, das hat allein 17 gebracht jetzt. Das ist schon sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Theoretisch brauche ich die nicht mehr. Ich hätte schon gern so eine richtig coole Spitzhacke. Moin. So, kann man nämlich die wegpacken. Da ist sie. So, das lassen wir auch weg. Jetzt bin ich ja wirklich mal gespannt, ob man das machen kann. Also für ein Bett brauchen wir, glaube ich, 6-mal Holz und 6-mal Wolle. Für das normale Bett. 6 Holz, 6 Wolle. So, 6 Wolle haben wir locker. Das packen wir dahin. Steinis. Komm dahin. Slingshot kommt hier rein. Die Tassen auch. Auch kein Mensch mehr. Kriegen komischerweise genug Nahrung, genug Flüssigkeit, indem wir einfach Kaktus essen. Kaktus ist so das Allerbeste irgendwie. Habe ich zumindest im Gefühl. Und dann brauchen wir noch Holz. Natürlich brauchen wir da jetzt 6 und haben bloß noch hier 5 von. Das ist logisch. Ich glaube, das hat den wenigsten Verschnitt. Hehehe
Okay. Oh, ich bin so gespannt, wenn das geht. Das wäre der Trick. Der Trick überhaupt. Du kannst nur nachts schlafen. Es ist nachts. Schade. Schade, schade, schade. Okay, aber getestet haben wir es zumindest. So, und ihr seht auch, wir haben hier noch so einiges im Repertoire, was man nochmal angehen könnte, wenn man die Welt einfach noch sinnvoll vergrößern möchte. So, das hier dauert noch ein bisschen, bis es fertig ist. Ah, das wäre halt wirklich was. Mal einfach zu gucken, wie weit geht denn die Welt? Kann man das überhaupt so durchziehen? So ist dieser Weg hier unendlich. Oder kommt da vielleicht dann auch noch irgendein Achievement? So ein Ingame-Ding. Das wäre schon cool. Ja, ansonsten haben wir jetzt alles erledigt. Wir haben hier noch sehr, sehr viele Punkte. Ich hatte nämlich mit dem Gedanken gespielt, ob man beim Boss vielleicht diese Monolithen mit den Bomben wegsprengen muss, weil die bis jetzt ja auch keinerlei Nutzen großartig hatten, außer so ein bisschen Bergbau zu betreiben. What? Ich habe mich schon gewundert, wo du steckst, Freund. Nee. Denn ansonsten kann man die Bomben ja für nicht viel benutzen. Man könnte wahrscheinlich auch noch damit gegen die Skelette kämpfen oder so, aber so richtig... Nee. So richtig geil waren die eben nicht. Oder eingesetzt wurden sie nicht so gut. Dann hätte mich noch interessiert, wir haben ja hier unten immer noch so ein Geräusch gehört. So ein Glitzern, Flackern. Da ist es wieder. Ob es hier noch ein Geheimnis drin gibt irgendwie. Und auch was mit diesem schmutzigen Wasser ist. Das könnte man vielleicht nochmal abkochen oder so. Hier ist aber sonst nichts. So, die Spitzhacke ist schon nicht schlecht. Ne? Man braucht jetzt drei Schläge. Hier vier. Eins, zwei, drei, vier. Dass man so einen Block weg hat. Aber wenn die halt 20 kostet, ne, dann denkt man sich auch so, das müsste so ein Unendlichkeitsding eigentlich sein. Es ist ja keine Wirtschaftssimulation, in der ich unbedingt wahnsinnig viel Geld verdienen kann. So, jetzt gucken wir mal, wie weit das reicht. Oh, das reicht noch nicht. Das ist noch nicht fertig. So, und jetzt ist das Problem, dass wir das hier verschieben müssen, ne? Warum geht das nicht weg? Also, stopp mal, halt mal! Das ist doch mein Haus. Das stimme dir nicht. Oh, das geht kaputt! Oh, das ist ja ärgerlich. Also da würde ich mich ja beim Vermieter direkt beschweren. Entschuldigen Sie, wir haben sie plötzlich einfach nur eingebaut. Ist das okay? Ja. Nee, so mag ich das natürlich. Klar. Ach, okay. So ist das gewesen. Mist. Hm.
Tür fehlt aber noch hier. Ach so, das ist natürlich auch doof. Jetzt setze ich ja die Tür hier hin. Oh, das ist ja richtig dumm von mir. Nee, 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 stopp. Das muss anders gehen. Muss ja trotzdem hier halten. Macht das ja gar keinen Sinn. So. Jetzt brauchen wir noch 1, 2, 3. Dann haben wir zumindest unsere Häuser miteinander verbunden. Den Wald könnte man noch schön machen. Das wäre auf jeden Fall noch sinnvoll, die Natur so ein bisschen zu halten. Da vielleicht auch so ein paar andere Wege noch mit anzulegen. Einfach der Schönheit wegen. Kann man auch andere Materialien da mal benutzen. Und so ein paar Lichtquellen mehr, damit sie einfach nicht dermaßen wimmelt von Skeletten die ganze Zeit. Da könnte man natürlich mit Fackeln arbeiten dann. Oder mit diesen schönen Glühwürmchenlampen. Die bieten sich natürlich auch an. Was brauchte man dafür? Das geht doch, guck mal. Das sind doch eigentlich einfache Geschichten. Brauchen wir bloß die blauen Steine. Das kriegt man doch hin. Ist auf jeden Fall besser als mit Kohle zu arbeiten. Ich glaube auch das Licht war dann ein bisschen größer. Nein, wieder falsch. Davon 4, genau. Dum, 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 dum. So, 3 Stück. Könnte natürlich den Weg auch hier rumführen noch, ne? Würde man hier oben eben noch ein bisschen weiter bauen, das Gebiet? So, was ist das hier? Das habe ich nicht mehr. Okay, das können wir ja morgen nochmal kaufen. Dann kann man das Gebiet hier noch weiter fortführen. Haben wir dann noch Kakteenlandschaft? Ja. Mal so ein bisschen weiterführen. Ich habe die mal jetzt hier oben hingestellt. Die schmecken halt wirklich sehr, sehr lecker. So, die Nacht ist vorbei. Perfekt. Also, die Glühwürmchen waren aber nicht da drin, sondern die waren hier drin. Oh, ist jetzt schon Tag wieder? Ist schon wieder die gefährliche Zone, ja, ne? So. Wow, waren das viele Glühwürmchen. Zack. Oh, ist das wieder voll hier alles? Wie kann denn das sein? Steinchen. Wir wollten das haben. Das haben wir. Das muss wieder rüber. Das geht rüber. Wolle war drin. Hier ist auch nichts mehr frei. Kann man da nicht irgendwas zusammenlegen? Ist irgendwie sinnfrei, oder? Ja. Das hier zum Beispiel. Dann nehme ich das Stückchen auch noch rüber. Ist auch kein Platz mehr. So. Also.
Sonst bräuchte ich noch 4 Lampen davon, dass wir die bei den anderen auch vor die Hütte knallen können. Da habe ich dann noch rote Glühwürmchen übrig. Ja, genau 4 Stück auch noch. Das passt doch. Das passt doch wunderbar. So, Glühwürmchen gehören eigentlich auch hier rein. Die gehören ja, sind von hier. So, dann wäre die Frage, ob man noch so irgendwas Blumenmäßiges machen kann. So ein paar Büsche. Die eben nicht groß werden. Da gibt's glaube ich nichts, ne? Da gibt's nur die normalen Blumenstöcke hier drüben. Eine Energielampe könnte man mal bauen. Tisch aus Kalkstein. Für so einen kleinen Park oder irgendwas. Ansonsten können wir halt noch so ein paar Blumentöpfe angehen. Joa, warum nicht? So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein bisschen Brokkoli. So. Den müsste man eigentlich auch anpflanzen. Da fehlt es jetzt auch nachher an Nahrung. Zack. Guck mal, das geht ja perfekt auf. Und einschnabbel dich noch. Einschnabbel dich noch. So, warum die Katze sich nicht bewegt, das kann ich euch nicht sagen. Jetzt. Das Rätsel der Katze. Ich kann... Aha. Ich kann mit dir interagieren, dann setzt sie sich hin. Sie wartet dann halt ewig dort. Das ist natürlich auch stark. Nein, du kannst dein eigenes Leben führen. Sei eine normale Katze. Kletter auf irgendwelchen Sachen rum. So, nee, das gefällt mir jetzt sehr schön hier. Ich hätte gerne eigentlich hier noch einen Weg hoch zu unserer Kaktusfarm. Das sieht halt mit den Häusern, das ist das, was ich meine. Die Häuser sind an sich ja cool, dass man die bauen kann. Aber es sieht halt so ein bisschen sehr, sehr kantig aus. Und da hat man nicht so viel Dekorationsmöglichkeiten, auch hier bei dem Möbeltisch eben nicht. Dass man da so viele Varianten einbauen kann. Ein paar Blumentöpfe, okay. Oder wir hier unten noch so einen Zaun davor setzen. Problem ist, die machen halt nichts damit, ne? Das hier sieht halt einfach furchtbar aus. Es ist so, Wandfarbe und Boden ist genau gleich, 1:1. Das macht jetzt da leider auch nicht so den krassen Reiz aus. Wir können hier noch ein bisschen was anpflanzen zumindest. Gucken, was wir noch für Samen rumliegen haben. Mal Kirschblüten. Die passen doch hier noch gut mit rein. Und Akazien packen wir auch noch mit dazu. Und das würde ich mal wegnehmen. Das. Dann rennen die alle wieder raus, ne? Wenn ich das Tor jetzt wegnehme, rennen die alle wieder raus. Okay, dann müssen wir den Weg hier oben. Ach, brauchen wir nicht, man kann einfach so durchgehen. Das ist okay. So. Was kann nicht dort platziert werden? Das ist nicht okay für den Boden, oder was? Ach, Mist. Gut, dann eben keine Akazien. Dann eben... Eicheln haben wir ja dort schon. Birkenzapfen noch dazu. Schöner Mischwald.
dann können wir eigentlich hier von denen noch ein paar nehmen. So, noch ein paar Ahornsamen, genau. Wenn das hier alles zuwächst, dann haben wir doch hier ein schönes Gebiet. Was ist das hier mit der Fountain, ne? Man kann die zwar schön hinstellen. Man könnte da noch zwei Stühle daneben packen oder so. Aber dann hörst du leider auch schon wieder auf mit der Geschichte. Leider, leider, leider. Und hier fehlt noch Spargel. Spargelinho. Gucken, ob wir da vielleicht noch Glück haben und da auch noch einen... bekommen. Ja, guck mal, da ist noch eine Menge Spargel. Ist doch gut jetzt. Nein, es ist natürlich, geht das wieder kaputt. Das kann nicht wahr sein. Entschuldigen Sie, hatten Sie Baumstämme gekauft? Ja. Das nehmen wir raus. Wir brauchen eigentlich noch den Wassereimer wieder voll. Achso, ich habe einen Wassereimer. Brauche ich hiervon noch zwei. Schnell gießen, sonst sind die nämlich morgen einfach futsch. Und das muss ja nun wirklich nicht sein. So. Jetzt warten wir mal, ob der Kürbis noch groß wird. Yes. Die Quote beim Kürbis ist echt schlecht. Jetzt bloß kein Aufessen. Nicht aus Versehen Kürbis essen. So, den Jack-O-Lantern, wo packen wir den denn hin? Hier so mitten rein, oder? Guck mal. Spooky! Ich finde, das ist ein schönes Bild. Wir haben 51 von 52 Trophäen geholt. Die letzte gibt's, wie gesagt, beim Überleben an Tag 100. Tag 100. Das ist die Platin. Sehr schön. Wie schon gesagt, es ist ein sehr, sehr schönes Spiel, wo man viel craften kann. Die Lust, jetzt wirklich alles noch 100 Tage lang zu verbessern, zu optimieren, hat sich dann bei mir nicht mehr eingestellt. Ich habe hier noch eine schöne kleine Geschichte gebaut. Ich habe hier das Alpaka-Gehege
für unseren Goblin fertig gebaut mit so einem kleinen Deck, wo man dann rausgucken kann. Ich habe hier so ein bisschen das Häuschen von unserem anderen gelehrten Goblin ein wenig verschönert und dann hier oben noch einen kleinen Weg gemacht, so einen kleinen Rundgang durch unseren Nationalpark, den wir angelegt haben, hier zwischen den großen Redwood-Bäumen und dem Bambus. Wenn man mal spazieren gehen möchte, so, dann kann man sich hier so ein bisschen austoben. Ich habe das Gebiet insgesamt in alle Richtungen noch weiter erweitert und dann auch das versucht, was ich mal angesprochen hatte, zu gucken, wie weit geht denn das Land eigentlich? Hier oben noch so einen kleinen Weg in meine natürliche Essensstätte. Also an Kaktusfrüchten wird es mir hier nicht mehr mangeln. Das ist ganz gut. Dann schnappen wir uns mal noch unser Reisealpaka. Zack. Dann gehen wir doch mal weiter und schauen mal, wie viele Teils hätte man denn noch bauen können. Also wie lange könnte man dieses Spiel treiben? Wie viel Platz gibt einem das Spiel? Und man kann sagen, ja, vom anfänglich kleinsten Survival-Spiel aller Zeiten könnte es auch eines der größten werden, finde ich. Also, das ist der Weg in die Breite des Spiels. Und hier sagt das Spiel dann plötzlich finito. Das ist die Grenze. Und das ist auch das Ende dieser Folge und dieser Platin-Reise. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen oder ein Abo da. Das hilft mir sehr viel weiter. Und wir sehen uns dann irgendwann bei einem neuen Spielchen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.